Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu den sächsischen Meisterschaften. Wir sind jetzt hier gerade noch am Packen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Alex holt gerade noch was von oben und dann denke ich, haben wir alles und können in den Stall fahren. Bevor es jetzt aber losgeht und weitergeht mit dem Video, natürlich auch diesmal ein ganz lieber Gruß an unsere Community, und zwar an die liebe Maya. Wer in den nächsten Videos gegrüßt werden möchte, sollte in der Infobox bei der Glocke Aktivaktion einfach vorbeischauen. Da sind alle Infos beschrieben und jetzt geht's ganz schnell los. Ich bin irgendwie heute voll in Rosa. Beißt sich auch gar nicht. Also ist mir so egal. Die Hose habe ich ja jetzt nur an, bis ich die Pferde fertig gemacht habe, dass meine weiße Hose drunter nicht gleich komplett eingesaut ist. Und ja, Frühstück habe ich auch dabei, weil ich bin, wann bin ich aufgestanden? Um 5. Da konnte ich echt nur nichts frühstücken, das mache ich dann auf der Fahrt. Allerdings ist die Fahrt diesmal ein bisschen anders, denn ich muss selber fahren. Weil wir den Hänger noch mit dranhängen, weil wir den Sattelschrank und Heu noch da drin haben für dieses Wochenende, weil ich habe echt keine Lust, das dauernd dort zu kaufen, weil es ist echt teuer. Und jetzt mit dem Sattelschrank können wir halt da das ganze Zeug reintun, können hinten in die Sattelkammer und in den Hänger Heu packen und dann haben wir da auf jeden Fall genug Vorrat. Und ja, ich bin mal gespannt und freue mich natürlich. Im Stall werde ich euch, glaube ich, nicht viel mitnehmen können, weil wir haben noch einiges zu packen, weil ich gestern alleine war und vieles alleine nicht machen konnte. Deswegen sehen wir uns ja wahrscheinlich auf der Fahrt oder dann im Burgstadt wieder. So, kurzes Update. Schrank ist raus. Steht jetzt hier, weil ich noch mein Zeug einladen musste, den Rest von Lumpi. Und der kommt ja jetzt aber nicht da rein, sondern da rein. Das ist alles schon angehängt und vorbereitet. Hier kommt dann noch Heu hin, das macht Lynn gerade fertig. Da kommt dann der Schrank hin. Und dann werde ich jetzt noch schnell ein bisschen einflechten, zumindest runterflechten bei der Puppy. Und dann geht's los. Na? Morning. Und wer wird heute Auto fahren? Ich nicht. Ja, warum? Weil der Herr immer noch keinen Hängerschein hat. Und jetzt muss ich alleine fahren. So ein Scheiß. Na toll. Na, runtergeschmissen? Ja. Aber immerhin hat sie eine Hälfte gekriegt. Dann kann sie ja jetzt losgehen. Glückliche Pferde. Es ging auch schnell mit aufladen, oder? Ja, Lynn hat sogar Püppi aufladen können. Oh, hey. So, los geht's! Der Hänger hinter mir ist auch da. Warum bin ich denn dumm, du Opfer? Ich glaube, du bist eher dumm. Du bist dumm, weil du keinen Hängerschein hast und ich selber fahren muss. Genau. So, Möhmchen, wo sind wir denn jetzt? In Burgstedt! In Burgstedt! In 120 Kilometern, nein Quatsch, Metern sind wir da, in 100 Metern. Also du kannst auch gerne noch 120 Kilometer fahren, ne? Aber da hat die hier nicht so Lust drauf. Guck mal, ein gelbes Auto. Ah, hey! Gut, jetzt! Ich hatte so eine Wut auf die Püppi. Wieso, weshalb, warum, werdet ihr am Ende des Videos erfahren. Jetzt geht es erstmal hier um den Ritt. Deshalb war der auch sehr energisch geprägt, muss ich sagen. Das hat mir eigentlich ganz gut getan, weil ich dann wirklich richtig vorwärts und auf Angriff geritten bin. Hier gleich schön flüssig 2, bin eng rum vor dem Baum gewendet zur 3. Da war ich wieder sehr weit rechts, weil sie da reingedrängelt hat. Aber sie ist da ganz schön hochgesprungen, muss ich sagen. Hier dicht schräg auf 4, dann schön zurückgehalten, weil die 6 jetzt nicht so weit waren. Also da musste ich schon ein bisschen festhalten. Kam dadurch aber mit guter Körperspannung in die Kombi rein. Dann an der langen Seite drüben ging es weiter, hatte ich Platz auf 5 Galoppsprünge. Und hier ist sie schnell zurückgekommen. Das war super gelöst von ihr, weil die Kombi war eng für sie. Aber sie hat sich selbst zurückgenommen. Mit Fluss durch die Wendung schräg über den 8er Ochser. Gerade weiter, wieder ein bisschen geschlossen zum Steilsprung, dass sie dann nicht zu sehr auseinanderfällt. Und dann nochmal schön mit Schwung, einfach auf große Distanz zum letzten. Und das war ein super Gefühl gewesen. Ein ganz toller Ritt und ich war einfach echt happy. Und auch für die Drittplatzierte gibt es nochmal eine Satteldecke der Firma Escadron gegeben von Frau Repske. Und die geht in diesem Fall
an Michelle Motes und Lind Green. Clarissa Krupa aus der Schweiz mit Kanada IZ auf Rang 4. Für Lumpi stand dann ein S-Springen an und da fing es gleich an. 1, 7 Galoppsprünge weiter, ein bisschen zurück, ein bisschen auf der Hinterhand zu 2, zum Oxa wieder Platz schaffen. Dann habe ich gleich ein bisschen auf die Tube gedrückt und bin mit Schmackes hier um die Wendung zu 3. Ist ja super geflogen, wie ihr seht. Zurückgenommen, schräg die 4 genommen, dann gleich eng durch die Wendung, gut weitergeritten, er ist kaum nach links rüber gesprungen, das war super zu dem 5er Ochser. Hier habe ich mir ein bisschen Platz geschaffen, dass ich wieder zur Kombination gerade bin. Hier gleich ganz klein geblieben, das war super, hat sich hinten raus schön zurückgenommen. Den 7er Ochser sieht man leider nicht, da sieht man nur, wie ich lande. Dann geht es aber weiter hier zur Kombi, super durchgedrückt. Minimal hinten ein bisschen schräg nach links rüber gedreht, aber das war nicht schlimm. Mit Schwung und einfach einem schönen Vorwärtsrhythmus zu 9 hin, das hat super geklappt. Durch die Wendung nochmal ein bisschen enger den Steilen, da hatte ich eigentlich Schiss, dass er mir den runtertritt, aber hat er toll aufgepasst. Und über den großen Graben gar kein Problem und damit waren wir schnell und null. Klasse. S-Springen, Kategorie 1 Stern, Michael Kölz der Sieger und dann geht's auf zur verdienten Ehrenrunde. Sicher gibt's auch Applaus. Oh, Pöppchen. Na, alles gut? Was denn? Was machst du da eigentlich? Na, Käse im Kopf hier. Das Futter vorbereitet für die Püppi, auch wenn der Rusty draufsteht. Ich habe einfach seine Schlüssel gleich mitgenommen. Und für Lumpi ist auch alles vorbereitet. Dann gibt es jetzt erstmal Abendbrot. Ja, warte. Lass die schmecken. Ja, ja, warte. Da. Ja, ich weiß. Ich habe den Hafer unten hingetan. Tut mir leid. Und hier frisst nämlich nur, wenn der Hafer oben ist. Entschuldigung. Wirst jetzt auch überleben. Wir sind in unserem Nachtquartier angekommen. Wir schlafen nämlich diesmal nicht im Transporter, sondern bei Matthias, bei dem wir ja auch immer mal trainieren und in Zukunft auch öfter. Und das ist hier direkt um die Ecke im Grunde. Und da schlafen wir jetzt hier. Richtig cool. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so schicke Zimmer sind, so wirklich Fernseher, Schreibtisch, eigenem Bad. Also ich hätte hier eigentlich einfach nur ein Bett, das hätte mir schon gereicht, aber das ist schon echt cool hier. Können wir auf jeden Fall gut schlafen. Ich habe euch ja auch noch gar nicht erzählt, was, okay, also was passiert ist, wisst ihr ja, ihr habt ja die Siegerehrungen gesehen, aber ich bin einfach nur sowas von glücklich mit dem heutigen Tag. Das war wirklich der Hammer gewesen. Also besser hätte das Wochenende nicht starten können. Mit der Püppi schon mit einer Runde. Allerdings muss ich da noch eine Story dazu erzählen, was leider nicht gefilmt werden konnte, weil Lynn stand schon hinten im Parcours und hat das von dort aus nicht gesehen. Ich hatte nämlich echt Probleme, in den Parcours zu kommen mit dieser Troller, dieser blöden Kuh. Das darf ich an der Stelle wirklich mal sagen.
Weil Madame war nämlich der Meinung, ab Reiten reicht doch heute, oder? Wir gehen jetzt wieder zu Lumpy in den Stall. Ey, auf Biegen und Brechen, ich hab mich so mit der angelegt, die hat so gebockt, nach hinten rausgefeuert, richtig gezickt, die ist nicht in den Parcours reingegangen, also nicht mal so vom Abrennplatz dann weg. Die ist nur noch Richtung Stall gezogen, ich hätte ausrasten können, ja? Und meine Zeit lief ja ab, ja, ich musste ja rein, ich war ja dann nicht so Starterin. Und eigentlich bin ich halt gerne einen vorher drin, kann alles schon mal in Ruhe zeigen. Ja, das war dann natürlich im Eimer gewesen. Aber ich musste dann tatsächlich absteigen. Bin dann in den Parcours rein, zu Fuß, und bin dann drin direkt am Einritt aufgestiegen. Das ging dann. Ich hätte ausrasten können. Da habe ich sie erstmal Gang rein. Ich dachte, scheiße, mir läuft ja die auch die Zeit davon. Ja, die hat mich schon angeklingelt. Und die haben mir dann zum Glück nochmal kurz Zeit gegeben. Erst nochmal eine kurze Runde grüßen und dann ging es los. Aber ich sag's euch, das war ganz schön durcheinander. Aber ich hatte dann dadurch so eine Wut im Bauch, also eine positive Wut, da ich dachte, ey, du blöde Kuh, dass ich sie halt einfach da, ohne zu zeigen, alles komplett durchgeritten habe. Und das war ja auch eine super Nullrunde. Sie hat sich ein bisschen geklappert so manchmal an ein paar Stellen, weil sie dann eben doch mal ein bisschen geglotzt hatte. Aber ich habe da einfach richtig Druck gemacht, habe da gar nichts zugelassen, keine Unsicherheiten. Und das hat sie ganz toll umgesetzt. Und ja, wir waren dann lange auf dem zweiten Platz und die letzte Starterin hat uns dann nochmal auf den dritten verwiesen, aber es war so toll gewesen. Und in der Meisterschaft liegen wir zurzeit auf dem zweiten Platz. Und ja, Lumpy war natürlich auch fantastisch, wirklich. Draußen war der schon so heiß, ihr habt keine Vorstellung. Ich konnte 2 Runden traben und dann war da Ende Gelände, der ist nur noch galoppiert. Der hätten mir einen Stein draußen umgetreten, weil der mir so abgegangen ist. Ich konnte den nicht halten, der ist so gegen den Stein gepfeffert. Habt ihr noch nicht erlebt. Ich auch nicht. Der war so motiviert und so war er eben auch drin. Der war richtig fokussiert, ganz schnell am Bein. Ich glaube, der war an einer einzigen Stange mal ein bisschen rangekommen. Sonst piekfein, ganz toll gelaufen. Und ja, dass ich so eine Zeit daraus reiten konnte, hätte ich nicht gedacht, dass wir damit Dritter wurden. Und wir waren beste Dame sozusagen. Also hat ja jetzt keinen Einfluss, das ist nur ziemlich cool. Und ja, das hat mich sehr, sehr stolz gemacht. Das der Tag heute und dass es so gut lief. Und jetzt werden wir noch den Arm ein bisschen ausklingen lassen, einfach uns nochmal draußen hier in die schöne Sonne setzen und einfach, ja, ein bisschen quatschen. Weiß nicht, ich glaube, wir haben Karten dabei, ein bisschen spielen oder so, weil, ja, ich gehe jetzt auch nicht Viertel neun ins Bett. Aber ich bin froh, dass wir hier ein richtiges Bett haben und dann morgen ausgeschlafen sind. Den Pferden geht es auf jeden Fall gut. Habt ihr ja gesehen, wir waren auch spazieren, haben einen Warmbruch bekommen und ja, ich bin mal gespannt, wie es morgen werden wird. Ich werde mich jetzt erstmal unter die Dusche begeben und dann werden wir rausgehen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe auch, dass es morgen so weitergeht und ich euch 3 sehr, sehr coole, schöne, erfolgreiche Videos von Burgstadt-Turniermeisterschaften zeigen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Okay, wir spielen gerade für Alex ein neues Spiel. Und du vor allen Dingen noch so, ich habe eh gewonnen. Und er hat es einfach nicht verstanden. Überhaupt. Okay, ich teile nochmal aus. Soll ich dir nochmal erklären, welche Zusammenstellungen es gibt? Und das. Oh, mein Bauch. Also du musst immer von der gleichen Sorte einsammeln. Ich habe das verstanden. Ich dachte, wegen den Assen geht das schon. Dann hättest du 3. Es gibt hier keine Sonderregeln für Alex. Verstehe ich nicht, warum. Und du so. Ich glaube, ich habe gewonnen.